In diesem Video werden Erklärungen menschlichen Erlebens und Verhaltens aus Sicht des kognitiven Ansatzes besprochen. Der Begriff Kognition wird abgeleitet vom lateinischen Wort cognoscere und bedeutet übersetzt erkennen, erfahren und kennenlernen. Die Benennung des Ansatzes deutet darauf hin, dass Vertreterinnen und Vertreter dieser psychologischen Richtung besonderen Wert auf die Untersuchung des Erlebens der Menschen legen. Eine Hauptfrage des kognitiven Ansatzes ist, wie verarbeiten Menschen Informationen? Unter Informationen versteht man hier im weitesten Sinne alle Eindrücke, die ein Mensch von seiner Umwelt und sich selbst aufnimmt, verarbeitet und zu einem Verhalten führen. Der kognitive Ansatz geht davon aus, dass der Mensch bestimmte Annahmen über seine eigene Persönlichkeit, also seine personale Disposition, wie beispielsweise seine Leistungsfähigkeit und eventuelle Schwächen hat. Derartige Vorstellungen beeinflussen das Erleben und Verhalten der Menschen maßgeblich. Darüber hinaus ist eine Erforschung des Erlebens, also der inneren Prozesse, für eine Erklärung der menschlichen Psyche von großer Bedeutung. Es werden in diesem Zusammenhang insbesondere die Bewertung der eigenen Situation, das sogenannte erfassende Denken, Vorstellungen über Handlungsmöglichkeiten, das wäre dann ein planendes Denken, und die menschliche Emotion und Motivation untersucht. Lernen bewirkt eine dauerhafte Veränderung des menschlichen Erlebens und Verhaltens. So ist jemand beispielsweise von seiner personalen Disposition her ängstlich, eine andauernde persönliche Eigenschaft. Jemand anderer hat unmittelbar während eines Autounfalls Angst, ein momentanes Gefühl. Im ersteren Fall wurde die Ängstlichkeit in der Vergangenheit erlernt. Im zweiten Fall ist zu hoffen, dass der Mensch unter dem Einfluss dieses dramatischen Ereignisses nicht Ängstlichkeit im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr erlernt. Der kognitive Ansatz erklärt sich, eine dauerhafte Veränderung menschlichen Erlebens und Verhaltens anhand der sogenannten sozialen Lerntheorie. Diese Sichtweise geht davon aus, dass sowohl die inneren Prozesse eines Menschen, das heißt das Erleben eines Menschen, als auch die Beobachtung der eigenen Umgebung Ursachen für das Lernen darstellen. So bewertet der Mensch das Verhalten anderer Personen und leitet daraus Erwartungen an zukünftige Situationen ab. Die Erwartungshaltung steht für die Antwort des einzelnen Menschen auf die Frage, was wird passieren. Wenn beispielsweise ein Kind mehrmals beobachtet, wie dessen Geschwister durch Weinen ihre eigenen Anliegen gegen den Willen der Eltern durchsetzen können, wird wahrscheinlich die Erwartung im Kind entstehen, dass es selber durch vergleichbares Verhalten, also auch Weinen, eigene Wünsche erfüllt bekommt. Der kognitive Ansatz geht davon aus, dass die Erwartungshaltung des Individuums wesentlich das Erleben und Verhalten der Menschen beeinflusst. Der Begriff Verhaltenspotenzial steht in diesem Zusammenhang für die verschiedenen Möglichkeiten zukünftigen Verhaltens. Das Verhaltenspotenzial hängt unter anderem von den Fähigkeiten der Menschen, der Situation und dem sogenannten Verstärkungswert von Anreizen ab. Ein Beispiel für einen Verstärkungswert könnte die jeweilige Bedeutung von Noten für Schülerinnen und Schüler darstellen. Je nach individueller Bewertung werden die Anstrengungen, gute Noten zu erreichen, unterschiedlich sein. Wenn der Einzelne erwartet, dass sein Engagement zu keiner Verbesserung der Benotung führt, wird dies einen Einfluss auf dessen Emotion und Motivation haben. Worin besteht ein wesentlicher Unterschied vom kognitiven Ansatz zum Behaviorismus? Der Behaviorismus sieht seinen Untersuchungsschwerpunkt in der Wechselwirkung zwischen Situation und Verhalten. Der kognitive Ansatz beschäftigt sich zusätzlich mit der Funktionsweise der menschlichen Kognition. Die Kognition des jeweiligen Menschen wird wesentlich durch sein Verhaltenspotenzial und seine Erwartungshaltung beeinflusst. Diese Auseinandersetzung mit der Denkweise von Menschen unterscheidet grundsätzlich den Behaviorismus vom kognitiven Ansatz. Vertreterinnen und Vertreter des Behaviorismus
lehnen eine nähere Beschäftigung mit dem Erleben ab, da dies aus ihrer Sicht wissenschaftlich nicht zuverlässig möglich ist, da die Kognition des Menschen letztlich nicht messbar ist.